Herzlich willkommen aus einem weiteren Luxushotel hier in Katar. In diesem Video stelle ich euch das Waldorf Astoria Lusail vor. Das Waldorf Astoria befindet sich rund 30 Kilometer vom Flughafen entfernt. In die Stadt nach Doha sind es nur 15 Minuten mit dem Taxi. Ich zeige euch hier gerade die wirklich beeindruckende, große, aber auch helle Hotellobby. In diesem Video zeige ich euch ein King Deluxe Zimmer mit Meerblick. Mein Zimmer befindet sich auf dem 6. Stockwerk. Rechts im Eingangsbereich befindet sich das Ankleidezimmer, das ausreichend Platz für Koffer und weiteres Gepäck bietet. Ebenso sind hier beispielsweise Bademäntel aufgehangen. Auf der linken Seite befindet sich ein wahres Highlight, das Badezimmer, das durchweg mit hellem Marmor versehen ist. Wirklich schön. Das Badezimmer verfügt nicht nur über eine Badewanne, sondern auch über eine Dusche mit Regenwaldfunktion. Es stehen Pflegeprodukte der Marke Byredo bereit, die wir bereits aus anderen Hotels der Marke Waldorf Astoria oder auch Conrad kennen. Es stehen insgesamt 2 Waschbecken zur Verfügung. Und auch bei den Waschbecken stehen Pflegeprodukte der Marke Byredo bereit. Neben der Toilette befindet sich noch ein Bidet. Ich finde es übrigens komisch, dass man aus der Dusche genau auf das WC schauen kann. Das Zimmer ist übrigens 60 Quadratmeter groß und im Zentrum befindet sich das King-Size-Bett, das mit hochwertiger Bettwäsche bezogen ist. Auf beiden Seiten des Bettes befinden sich Nachtschränke. Hier steht nicht nur eine wunderschöne Lampe, sondern es stehen auch noch Steckdosen und USB-Ports zur Verfügung. Auf der anderen Seite befindet sich der wirklich große Fernseher und der ist wunderbar eingebettet in das Farbschema des Zimmers, das von Blau und Weiß sowie Weiß und dunklen Holztönen dominiert wird. Und so passt auch dieser Liegesessel wunderbar in das Farbschema des Zimmers. Wirklich, das Design gefällt mir. Rechts von diesem Wandschrank befindet sich eine kleine Nische, in der unter anderem die Minibar verbaut ist. Hier stehen natürlich noch weitere Sachen wie die Kaffeemaschine, Tassen, Wasser, Kaffee und Tee sind wie üblich kostenfrei. Der Inhalt der Minibar ist es leider nicht. Und mit Hilfe dieser Knöpfe lassen sich ganz einfach Temperatur und Licht im Zimmer verstellen. Das Zimmer verfügt noch über einen Balkon, der mit einer kleinen Sitzecke ausgestattet ist. Diese könnte für meinen Geschmack noch etwas größer sein. Und in der Ferne seht ihr das Meer, den Strand und
die beiden Poolanlagen. Von oben geht es direkt nach unten zu der Poolanlage. Gäste haben die Möglichkeit, in zwei Pools zu schwimmen. Der eine Pool verfügt übrigens noch über einen Jacuzzi. Kleingästen steht noch ein Wasserpark zur Verfügung. Rund um die Pools stehen etliche Liegen, Cabanas sowie Liegen, die sich im Wasser befinden, zur Verfügung. Genau diese liegen, meine ich. Und hier könnt ihr auch noch den Jacuzzi erkennen. Vom Pool geht es direkt zum Strand. Zunächst möchte ich euch diese wunderbare Parkanlage zeigen, die über etliche Liegen und Cabanas verfügt. Hier ist übrigens der bereits erwähnte Wasserpark für die Kleingäste. Der Strand ist feinkörnig und fällt flach ins Wasser ab. Perfekte Bedingung. Achtet jedoch bitte auf die Krabben, die sich unter Wasser in den Sand eingraben. Vom Wasser aus erhaltet ihr einen ganz einheitlichen Blick auf das wunderbare Design des Hotels, das mich doch sehr stark an das Waldorf Astoria Dubai The Palm Jumeirah erinnert. Euer morgendliches Frühstück könnt ihr im Bywater Restaurant einnehmen.
Das Buffet ist wirklich reichhaltig und neben einer großen Auswahl an Gebäcken stehen internationale, arabische sowie asiatische Gerichte zur Auswahl. Insgesamt waren alle sehr, sehr schmackhaft und von hoher Qualität. Die Auswahl an der Salatbar ist in meiner Welt beeindruckend. Nach dem Frühstück geht es zum Mittag. Das könnt ihr beispielsweise in dem italienischen Restaurant Scarpetta einnehmen. Zur Erfrischung gab es für mich einen Aperol Spritz und für meine Partnerin einen Hugo Spritz. Als Amuse-Bouche wurde eine Rosenblatt-Ravioli serviert, dazu Brot mit Butter, einem Aufstrich sowie Olivenöl. Ich habe mich für eine Hähnchenbrust entschieden, meine Partnerin hält es klassisch mit einer Pizza Margherita. Beide Gerichte waren wirklich sehr, sehr lecker. Im Sushi-Samba-Restaurant ist ein Beach Club integriert, den wir nach Schließung etwas genauer anschauen konnten. Im Sushi-Samba gibt es japanische Gerichte, die mit Einflüssen aus der brasilianischen und peruanischen Küche kombiniert werden. Wie gefällt euch das Design dieses Beachclubs hier? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und jeden Abend wurden wir mit süßen Leckereien überrascht. Und nach einer erfrischenden Unterhaltung mit Kat, einer Hotelmitarbeiterin, wurde uns bei Abreise noch dieses wunderschöne Präsent samt persönlicher Nachricht von ihr überreicht. Vielen lieben Dank. Die Zeit verging hier leider viel zu schnell. Das Hotel mit seiner Lage direkt am Wasser und den dazugehörigen Zimmern mit Meerblick sind wirklich von höchstem Level. So auch das Frühstück. Genauso wie die Mitarbeiter, die durchweg freundlich sind, ohne dabei aufdringlich zu sein. Wir kommen wirklich wieder.